Und ich sage einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Livestream. Endlich mal wieder mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen heute die Bakidische Dynastie von Karthago in der Total War Rome 2 großen Kampagne der Emperor Edition. Und ich freue mich drauf, eine interessante Fraktion spielen zu können. Karthago habe ich, glaube ich, nur in Hannibal Ad Portas bisher gespielt. Und von daher wird das jetzt heute nochmal eine ganz interessante Sache. Ich habe mir ein bisschen was an Informationen nochmal durchgelesen, sodass wir uns ein bisschen über die Geschichte von Karthago unterhalten können. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich bin der Strategiespieler, spiele bevorzugterweise historische Strategiespiele, wie zum Beispiel die Total War Serie und da eben sehr gerne die antiken Teile. Ich bin auch Historiker und rede da auch gerne zur Geschichte drüber. Allerdings immer noch die kleine Einschränkung, ich bin eigentlich Neuzeithistoriker. Also immer dran denken, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Experte dafür. Okay, ich habe schon so ein bisschen geteasert hier im Livestream. Ich freue mich natürlich, wenn alle, die das jetzt auf YouTube nochmal nachsehen, mich auch mal im Livestream besuchen. twitch.tv/GüntherShadow. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich sage nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die hier reinschauen. So, okay. Lange habe ich keinen Livestream machen können. Hatte viele persönliche Gründe. Frau war krank. Ich musste viel arbeiten. Und jetzt habe ich es endlich wieder geschafft und jetzt hoffe ich, dass wir auch wieder regelmäßig Livestreams machen können. Der Worte sind genug gesagt. Gucken wir uns die Fraktionsbeschreibung an. Karthago, die neue Stadt, war einst eine phönizische Handelskolonie. Es ist nunmehr ein selbstständiges Handels- und Seefahrtsreich. Dies ist der Segen Baal Hamons für seine Anhänger. Die Karthager sind ein gläubiges, arbeitsames Volk, das schon seit Generationen versucht, die Kontrolle über den Handel im westlichen Mittelmeerraum zu erlangen. Dies hat unweigerlich zu Konflikten mit den sich ausbreitenden griechischen Kolonien und den emporgekommenen Römern geführt. Händler sind sie aus freiem Willen, doch Krieger sind sie zwangsweise geworden, und zwar sehr gute. Durch den listigen Einsatz von Söldnern haben sie ihr Gold zu Schwertern verwandelt. Das sind ganz viele interessante Aspekte, die diese Beschreibung hier direkt anspricht. Bei dem Begriff phönizische Handelskolonie bezieht man sich natürlich auf die Phönizier, die in etwa aus dem heutigen Libyen stammen. Die Phönizier wurden aber eigentlich, also das war keine Eigenbezeichnung, die Phönizier haben sich selbst nicht Phönizier genannt. Das ist eine Bezeichnung, die, ich glaube, auf Homer zurückgeht. Das heißt so viel wie lilane Menschen, weil die durch diesen Handel mit dieser Purpurschnecke so reich geworden sind und immer mit diesen gefärbten Stoffballen da gehandelt haben, ne? Insofern, also hier ein bisschen tricky, die Einwohner von Karthago, haben sich natürlich Karthager genannt und wurden dann wiederum von den Römern als Punia bezeichnet. Auch das eine Fremdbezeichnung eigentlich. In Anführungszeichen Nation, denn die Karthager selber waren nicht ein Flächenstaat, wie sich das hier vielleicht irgendwie so auf dieser Karte schon so vermuten lassen würde, sondern das waren viele Polis, die aber gewisse Gemeinsamkeiten teilten, wie zum Beispiel eine gemeinsame Sprache, religiöse Gemeinsamkeiten und eine ähnliche Kultur, ähnlich wie wir das auch von den Griechen in der Antike kennen. Bei denen ist das ja auch ähnlich, die haben ja auch viele Kolonien gegründet und trotzdem waren die kein zusammenhängender Staat, ne? Ja, über die Götter reden wir auch noch, weil die karthagischen Polis hatten auch eigene Götter, ähnlich wie die Griechen auch, ne? Also der Olymp der Griechen verteilte sich auch so ein bisschen auf die Städte. Und wir schauen mal, wie wir das hier noch so in dieses Spiel mit einflechten können. Wir spielen die Bakiden, also es gibt noch andere. Und zwar, wenn ich mal gerade gucke, das sind alles Brüder von Hannibal, ne? Mago, Hanno und Hannibal Barkas, ne? Das sind, also beziehungsweise die Familienbezeichnung der Bakiden geht ja auf Hamilkar Barkas zurück, der Vater von Hannibal. Und der, ja, insofern, der so ein bisschen als der Stammvater dieser Dynastie eben gilt. Und diese Dynastien haben wir auch vertreten gleich in unserer Stadt. Wenn wir mal starten, ist der Wahnsinn. Okay, wir spielen auf sehr schwer, ohne Schlachtenzeitlimit. Wir kriegen einen Bonus auf Söldner, die sind 25% billiger. Wir kriegen einen Bonus auf Handelseinkommen, Handelsgebäude. Wir kriegen einen Bonus auf Moral für die Söldner. Und wir kriegen mehr Bewegungsreichweite für Armeen und Flotten. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Insofern würde ich sagen,
ohne viel Vorgeplänkel starten wir jetzt in die Kampagne und 5 Minuten so vorab seien mir hier gegönnt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was war jetzt hier noch im Chat gerade los? Eure Besitztümer sind geteilt. Ihr müsst weiter das Territorium sichern, um ihren Schutz zu garantieren und eure Fraktion als vorherrschende Macht im Mittelmeerraum zu etablieren. Ihr führt bereits Krieg gegen die Tuldetaner. Die Eroberung der Siedlung Katuba würde eure Position in Iberien weiter festigen. Die Beziehungen zwischen Rom und Syrakus sind angespannt. Entscheidet ihr euch für eine Invasion der italischen Halbinsel, könnte die Etruskische Liga ein wertvoller Verbündeter sein. Eine gute Beziehung zu den Marseille-Sully und euren afrikanischen Protektoraten wäre im Falle einer gegnerischen Invasion ebenfalls nützlich. Karthago wird bestehen. Danke nochmal übrigens an den Trianata, der mich gerade auf meinen Versprecher hingewiesen hat. Libanon, nicht Libyen. Genau, danke dafür. Libyen ist eher so eine verbündete Region halt hier bei uns, ne? Okay, also auch nochmal danke dafür. Dann Grüße auch an den Witti Schnitti, der gerade reinschaut. Schön, dass du auch da bist heute Abend. Wir müssen 3 Provinzen kontrollieren. Und zwar entweder durch direkten Besitz oder über ein Militärbündnis oder ein Klientelkönigtum. Schwierig genug. 2500 gibt es dann für die Schatzkammer. Also so wirklich viel Geld ist das nicht. Später gibt es deutlich mehr Kohle für diese Mission. Und dann werden wir sie auch etwas besser verwirklichen können. Vielen Dank auch nochmal an den Eldolarino für die 100 Bits. So, dann schauen wir nochmal hier rein. Ich hoffe, der Spielsound ist für euch laut genug. Und wenn wir mal schauen bei unseren Armeen, das erste, was wir sehen, ist erstmal erste Flotte. Ja, mit Gisco. Der ist aber blau. Blau sind wir selber, glaube ich, nicht. Dann gibt es noch die Armee von Mago. Und dann gibt es noch die Armee von Hannibal. Eigentlich Hamilkar Bachgas. Hamilkar heißt so viel wie der Bruder Melkarts, was übersetzt so viel wie der Blitz bedeutet. Der Trainator hat es auch vorhin im Chat geschrieben. Wir gucken mal ganz kurz hier rein und sehen direkt, wir haben in unserer Übersicht, wir haben insgesamt 4 Fraktionen. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Warum haben wir so viele Fraktionen, fragt ihr euch. Nun ja, das hat was damit zu tun, dass Karthago im Gegensatz zu den späteren, ja sagen wir mal eben der späten, des späten Römischen Reiches eben, es war natürlich auch eine Republik, es war mehr so eine Oligarchie, auch wenn man es mit den anderen griechischen Städten vergleicht. Es hatte demokratische Elemente, diese Polis, das darf man ja auch nicht vergessen, diese Stadtstaaten in der Antike, die werden häufig aristokratisch oder oligarchisch verwaltet. Monarchien gibt es so im staatsrechtlichen Sinne noch nicht. Die Monarchie wird erst eigentlich so mit Augustus eigentlich eingeführt. Cäsar hat es versucht, Augustus hat es so gewissermaßen vollzogen. Die Heerführer, die sich als Könige nennen und uns häufig als Könige in der damaligen Geschichte begegnen, das sind häufig Könige, die von einer Heeresversammlung als Anführer gewählt werden und deswegen bezeichnet man die Könige. Aber die sind in der Regel immer darauf angewiesen, dass ihnen die Aristokratie in ihrer Stadt gewissermaßen die Stange hält, um es mal so zu sagen. Die brauchen die Unterstützung ihrer Stadt. Und Karthago ist insofern ein bisschen was Besonderes. Das haben wir jetzt noch, gerade bevor wir hier ins Spiel komplett so einsteigen, das haben wir jetzt bitte nochmal gegönnt. Und zwar, im Gegensatz zu den griechischen Polis und auch Rom, den, sagen wir mal, den römischen Polis. Also Rom, das römische Reich, ist ja gewissermaßen eine große Polis, die Roma heißt, und der andere Polis unterstehen, ja, die von der gewissermaßen so mitregiert werden. Und Karthago selbst ist auch nur eine Polis, genauso wie Athen oder wie Sparta auch nur Polis sind. Aber im Gegensatz zu den griechischen und den römischen Polis, wo, das ist so ein bisschen die, das ist so die Vermutung, die man hat, wo also die grundbesitzende Schicht tonangebend gewesen ist, ist das in Karthago ein bisschen anders. Da sollen es die Händler gewesen sein, die tonangebend waren. Also eine reiche,
in Anführungszeichen Bürgerschicht, ja, also so eine reiche Oberschicht, die oligarchisch in diesen Städten geherrscht hat. Es gab so eine Art Doppelkönigtum, nannte man das, sogenannte Suffeten, die einem Senat vorstanden. Dieser Senat wurde von einer Volksversammlung gewählt, wie das ganz häufig bei anderen Städten und bei Polis oder Stadtstaaten eben auch so ist. Ich verwende hier den griechischen Begriff der Polis, beziehungsweise Mehrzahl Polis, weil das ist so ein bisschen, ja, das ist so, geht so auf diese aristotelische Verfassungslehre von damals zurück. Ne? Also Staat ist damals Polis. Es gibt keine Territorialstaaten, wie man sie aus der Neuzeit kennt. Die gibt es damals nicht. Auch Rom ist kein Territorialstaat. Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also Rom ist vielleicht, Rom kommt noch so am ehesten hin, so das späte Römische Reich in augusteischer Zeit. Ne? So ab da geht es dann los. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen von so territorialstaatlichen Merkmalen sprechen. Das haben viele dieser frühen Städte aber nicht, insbesondere nicht im 3. Jahrhundert vor Christus. Ja, also das sieht da noch ein bisschen anders aus. Und deswegen haben wir hier ganz viele Familien. So, mit denen müssen wir jetzt irgendwie arbeiten. Wir sind eine Republik. Das heißt, unsere anderen Parteien, die sind nicht so loyal. Dafür haben wir eine tolle Forschungsrate, plus 20% zivile Forschung. Und wir bekommen einen Bonus auf die öffentliche Ordnung. Es gibt gewisse politische Aktionen, die wir bekommen, um mit diesen anderen Parteien zu interagieren. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Das Königreich oder das Imperium, die sind eigentlich die besseren Staatsformen, weil wir weniger mit Loyalitätsschwierigkeiten bzw. diesem Bürgerkriegssimulator zu kämpfen haben. Ihr wisst ja, dieses Spiel hat so einen eingebauten, integrierten Bürgerkriegssimulator mit diesen anderen Parteien, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und das ist nicht so cool. Das macht nicht so viel Spaß tatsächlich. Aber hey, sie haben es irgendwie eingebaut und wir werden damit umgehen. Ja? Da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. So, zuerst forschen wir uns mal bitte. Wir holen uns erstmal hier so einen Würdenträger. Über die zeremoniellen Riten. Die forschen wir ja auch besonders schnell. Dadurch kriegen wir auch Bibliotheken. Auch schön. Diese Würdenträger sind in zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens, sie machen die Armeen günstiger. Sie sichern Loyalität anderer Fraktionen. Und drittens, die haben so einen Skill, der nennt sich Lehrer oder so. Und dadurch generieren die Erfahrungspunkte für Einheiten. Das ist in diesem Spiel nicht ganz unwichtig. Denn die Generäle und auch die Charaktermodelle generell, die sterben relativ schnell hier in dem Spiel. Ihr seht hier unsere Verbündeten in Libyen, ne, ja, also mal, ne, Libyen, ja, was anderes als der Libanon. für die Bakiden tatsächlich so eine ziemlich komplexe Beziehung mit diesen libyschen Stämmen, die große Kontingente des Söldnerheeres der Bakiden und in Karthago eben gestellt haben. Deswegen sind das hier auch übrigens unsere militärischen Verbündeten, beziehungsweise sind, glaube ich, unsere Vasallen sogar, ne? Genau, sie sind unsere Vasallen. Dann gibt es noch ein Neu-Karthago als Vasall. Das ist eine dieser Stadtgründungen, die karthagische Oberschicht so angeleiert hat. Und wir sehen auch hier, die befindet sich zu einem ganz erheblichen Teil eben in Spanien. Das ist eine Initiative, die überwiegend eben auch auf Hamilcar Barcas zurückging, der versucht hat, für Karthago neue Einflusssphären zu erschließen. Das erklärt so ein bisschen diese politische Ausgangslage. Syrakus ist so eine typische Stadt, die mit uns Krieg führen möchte. Und Syrakus ist aber auch eine Stadt, wenn ich mich jetzt nicht irre, die noch nicht im Einflussbereich, also sich noch nicht im Einflussbereich der Römer befindet. Das heißt also, hier könnte es sich lohnen, einen Überfall zu starten oder ähnliches. Guten Abend an Marco Berlin, grüß dich, schön, dass du da bist. Wir haben so eine kleine Flotte und leider ist dieses Spiel ja so gestaltet, Flotten sind recht teuer, ja, bei uns geht es eigentlich noch halbwegs, aber das sind auch sehr schlechte Schiffe. Wir können damit noch nicht so viel reißen, wir werden diese Flotte zu Beginn des Spiels erstmal auflösen müssen. Vor allen Dingen, weil die, obwohl, wartet mal ganz kurz, wie viel kostet die? 175. Das müssten wir mal gerade so ein bisschen gucken.
Wie sieht das hier aus? 100 kostet der mich. Ja, das ist schon mal besser. Die lösen wir auf. Die sind zu teuer, die iberischen Söldner. Wir müssen so ein bisschen aufs Geld achten. Du zeigst mir aber noch gerade die Turdetaner. Mit denen sind wir im Krieg und mit denen machen wir jetzt mal Frieden. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Ah, fantastische Synchro, ne? Guten Abend, oh, grüß dich. Okay, schön. Dann haben wir da schon mal ein Friedensabkommen, das ist nicht schlecht. Der Mago. Den Mago, den brauchen wir hier nicht. Den brauchen wir hier nicht. So, und der ist mir eigentlich, der Gisco ist mir eigentlich auch ein bisschen zu teuer. Den brauchen wir hier auf jeden Fall auch nicht. Das lösen wir mal auf. Jetzt rekrutierst du mir hier erstmal Hamilkar, Partei der Landbesitzer. Ich bin leicht verwirrt. Also wir spielen Hannibal um 272 vor Christus und nicht Hamilkar. Eigentlich müssten wir Hamilkar sein. Ist Hannibal da überhaupt schon geboren? Ich weiß es gar nicht. Also Margo ist gerade auf dem Weg nach Hause. Himmelkar. Und Gisco ist gerade auf dem Weg nach Hause. Okay, Himmelkar, dann bitte. Himmelkar, wir rekrutieren dich. Da ist er. Vermächtnis wieder einsetzen. Nimm das. Und du kriegst einen schönen Gaul. Super. Okay. Katadasht, das heutige Cartagena. Cartagena ist auf jeden Fall eine karthagische Gründung. Ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Geografie bin ich eine ziemliche Null. Das muss ich übrigens nochmal direkt sagen. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Stadtgründungen, die auf Karthago zurückgehen. Sorrent ist zum Beispiel noch eine. Cadiz übrigens eine der ältesten karthagischen Gründungen. Und auch die Region Tyros, aus der Karthago ja ursprünglich kommt, ist übrigens auch eine der ältesten durchgängig besiedelten Regionen der Erde. Wir bauen uns hier noch irgendwas Schönes rein. Und ich schlage vor, wir machen ein Musterungsfeld, denn wir brauchen ja hier ein bisschen, wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwas, um Einheiten rekrutieren zu können. So, dann wollen wir... Mein Herr! Ganz schnell nach Lilibion. Es ist ein R zum Hafen. Und du darfst uns hier ein bisschen Einheiten rekrutieren. Was haben wir hier? Drei Stück. Nehmen wir drei Plänkler. Wie viele Plänkler haben wir hier? Ja, gar keine. Okay, dann passt das. Unsere Spionin schicken wir nach Syrakus. Unbemerkt, mein Herr. Tanit, segne unsere Reise. Mein Herr, ich werde. Und du darfst hier ein bisschen Nahrung stehlen. Ich fände es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir Syrakus direkt als erstes angreifen. Dann haben wir hier eine ganz gute Stellung. Wohlstand, Unterhaltung? Nee, lass mal. Das machen wir noch nicht. Wir gucken mal noch ganz kurz in die Diplomatie. Die Etrusker. Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwertesten wehtun. Meine Ohren tun mir jetzt schon weh. Ihr sprecht wie ein Barde, aber ich lasse mich durch nichts umstimmen.
außer es dient den Interessen meines Volkes. Euer Volk ist der Inbegriff der... Ja, ihr seid weise für euer... Ihr seid... So, dann holen wir uns nochmal nur den Militärzugang bei den Etruskern. Das könnte ganz sinnvoll sein. Denn wir wollen ja möglichst schnell die Römer vertreiben und loswerden, nicht wahr? Guten Abend, Pingli, ich grüße dich. Schön, dass du auch da bist. Der alte Pythagoras, der ist zu Hause, ja. Ah, den Trainator, den habe ich gekriegt. Der fragt sich noch, was der Pompeius mit Karthago zu tun hat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, rätselt mal noch ein bisschen, rätselt noch ein bisschen. So, dann schauen wir mal noch. Die Massasylia. Seid willkommen. Da machen wir gerne... Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Da machen wir gerne... Die willigen Sklaven warten meine Ohren auf eure Worte. Das möchtest du noch nicht, ne? Okay, gut. Okay. Dann lass das mal gerade. Was mit den Getulern? Die hassen uns. Die hassen uns, weil wir Abkommen mit Neu-Karthago haben. Okay. Kyrenaika. Tretet ein, Freund, und sprecht. Das sind die Griechen. Das ist schon ein bisschen... Die stammeln auch nicht so wild. Na also. Die Götter. Tretet ein, Freund, und sprecht. Gut, okay. Dann holen wir uns mal ein Abkommen mit Kyrenaika. Komm, mein Freund, sprecht. Wir sind Männer der Worte. Und dienen so... Und ja, okay, gut. Der wird uns vielleicht irgendwann angreifen. Libyen. Ja, Libyen findet uns nicht so gut, ne? Libyen findet uns nicht so gut. Aber solange wir die Garamanten noch nicht ausgeschaltet haben, weiß ich auch noch nicht, ob wir mit Libyen so gut klarkommen werden, ne? Das müssen wir so nach und nach angehen, ne? Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Doch widmen wir uns erst der notwendigen Last der Diplomatie. Ja, wollen wir Militärzugang mit dir haben? Willst du nicht, okay. Ich kann euer Angebot nicht annehmen. Willst du nicht, willst du nicht, willst du nicht. Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Wir am schön... Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Synchro. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen... Ich bringe dem sicherlich keine Worte mehr, die Herzen erwärmen. Mit den Editani können wir es vergessen. Epirus? Nee. Handelsabkommen wollen die noch nicht. Das muss noch ein bisschen warten. Ja, versuchen wir dann zuerst, die Römer auszuschalten. Erstmal versuchen wir, Syrakus auszuschalten, oder? Okay. Sollen wir direkt Syrakus den Krieg erklären? Ja, wir stören seine Kreise da drüben, ne? Aber dann rekrutieren die sie so eine riesen Armee zusammen, ne? Ich glaube, wir warten da noch ein bisschen, oder? Lilibion. Was bauen wir denn in Lilibion? Einen Tempel? Oder bauen wir hier auch ein Musterungsfeld? Aber so viele Truppen will ich gar nicht haben. Ich will ja auch ein paar Söldner mitnehmen, ne? Aber ein Tagebau ist ganz cool. Er bringt immerhin Geld durch Industrie. Oder nochmal ein Gehöft. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall. Das wird sonst immer nämlich ganz schnell knapp hier mit Karthago. Und dann beenden wir, glaube ich, mal die Runde. Also wir können noch einen Erlass hier raushauen. Genau, das machen wir auch. Und zwar haben wir einen der Baukosten, Rekrutierungskosten für Einheiten können wir günstiger machen. Gar nicht mal so schlecht, wenn wir das hier machen. Ja, mach mal die Rekrutierungskosten. Obwohl, warte. Mach hier das Musterungsfeld. Das kann ich hier ausbauen, ist zu teuer. Das kann ich auch nicht umbauen, ist auch zu teuer. Okay. Aber wir machen 3000 nächste Runde. Na, Halleluja. Dann geht's los, komm. Los geht's, los geht's. Colonel Peace, danke für den Sub und danke auch nochmal an Billy für den Sub. Hervorragend. Guck mal, die nehmen mir das alles ab. Nice. Getula greifen Neu-Karthago an. Ablehnen, beende das Bündnis. Unser Volk hat seinen eigenen. Ja, die machen ihre eigenen Sachen, so ist es. Haben das Handelsabkommen gebrochen, schade. Mago und Gisco sind wieder da. Schön. Genau, und du darfst jetzt schmachten, denn
Wir klauen dir die Nahrung. Hihihihi. Okay, sehr schön. Wie viel Nahrung hast du momentan? -2. Perfekt. Und 2 Runden kriegst du noch Verschleiß hier. Super. Jetzt machen wir Folgendes. Wir brauchen den Mago und den Gisco. Ich erwarte eure Befehle. Und wo ist der Mago? Der ist hier. Aber kein Vermächtnis, ne? Nee. Ich lebe und erwarte eure Karthago zu dienen. Ja. So, der kann bis hierhin ungefähr laufen. Aber das sind 10 Einheiten, das ist ein bisschen arg viel. Gepriesen sei Baal Hamon. Ja, gepriesen sei Baal Hamon. Du nimmst mal noch 3 Hopliten mit. Bereit zum Kampf. Und du nimmst noch 3 Plänkler mit. Super, okay. Genau, keine Fraktion oberhalb von Rom anklicken. Ich glaube auch. Okay, wir haben ein Kriegsziel, das wir anwählen können. Und ich glaube aber, wenn wir... Dann wählen wir hier Syrakus. Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Sicher im Wissen, dass... Wir haben wieder eine Handelsbeziehung, Freunde. Seid gegrüßt. Wir sind nicht mehr vertrauenswürdig. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen. Und zu das wird auch, glaube ich, nicht mehr so schnell besser. Das macht aber nichts, denn wir sind Karthago. Wir folgen Willkommen. Nur dem Geld. Wir werden reden und dann speisen. Ihr seid willkommen. Es bringt auch nichts. Ich klicke auch Nationen südlich von Rom an. Also alles drumherum stammelt sich irgendwie ein zurecht. Es ist ganz schrecklich, ne? Okay. Das bringt eigentlich nur Einkommen, aber das ist auch noch nicht so dufte. Das heißt also, Iol, Dimidi, Migdol und Tingis, das sind so die Städte, die wir auch noch angreifen werden, ne? Okay. Gut, ja. Plünder ihn aus. Oh, da fällt mir übrigens ein, das habe ich ganz vergessen. Wir können noch einen Agenten ausheben. Öffentliche Ordnung. Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte. Das gilt aber, glaube ich, nur für ihn selbst. +10 Sichtfeld. Ja, komm, mach den. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Herrin Jäger, ich grüße dich. Guten Abend. Verbündete bestätigen Kriegsziel auf Syrakus. Rang erhöht. Jezebel, Stufe 2. Wie kann ich euch dienen? Wir müssen mal ganz pragmatisch vorgehen. Du musst mehr Nahrung klauen. Wie kann ich euch dienen? Du gehst hier hin. Segne unsere Reise. So, wir klauen hier gerade Nahrung auf -2. Zu euren Dienst. Ich kundschafte, mein Herr. Immer noch -2. Stackt also nicht. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal oben bei den Römern gleich gucken. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Es ist eine große und glorreiche Sache. Dann haben wir hier 10 Stück. Mein Herr, ein nobles Vorhaben benötigt noble Männer. Fantastisch. Okay. Sicher, wir müssen reden. Wir müssen reden. Das ist so schlimm. Neu-Karthago mag uns sogar noch. Obwohl wir die Abkommen gebrochen haben. Wir haben gar kein Abkommen mehr mit denen, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Ich grüße euch im Namen meines Gefühls. Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen ja, ihre Geschäfte. Schütte mal woanders. Das Kind nicht mit dem Bade aus. Unsere okay, Händler möchten so. Nicht mit euch handeln. Da machen wir das nächste Runde. Verlässt sich auf ihre zweifelsfreie Erfahrung. Gut, Mensch, danke für den Sub übrigens. Schön, dass du da bist nochmal, ne? So. Wie kann ich Karthago dienen? Ja, das werden wir gleich sehen, wie du Karthago dienen kannst. Ah, guck mal da. Ach, sehr schön, ne? Guck mal, die Garnison verhungert. Er hat Söldner rekrutiert, die verhungern auch. Fantastisch. Jetzt hat er 4 Nahrung.
Das heißt, wir müssen jetzt gucken, der verstärkt jetzt demnächst wieder. Mein Herr. Wie kann ich Karthago dienen? Sabotage, wie er befehlt, Herr. Sabotage. Ich werde nicht noch. Listen, all y'all, it's a sabotage. Gepriesen sei Balhamon. Ich lebe um den mächtigen Karthago. Den mächtigen. Ich erwarte eure Befehle. Schneller, ihr Verfluchten! Feldwachen auf! Ihr sollt marschieren, bis eure Füße blüten. Vergesst das nicht. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Hart an die Ruder! An die Ruder? Okay. Aber wir sind Karthager, wir rudern auch an Land wahrscheinlich, ne? Beeilt euch, Männer! Das Überraschungsmoment wird auf unserer Seite sein. Bereit zum Kampf. Ich würde vor Karthago meilenweit reisen. Nee. Die Armee sieht er ja, ne? Tanit, segne unsere Reise. Wie kann ich Karthago dienen? Die Armee sieht er. Teuren Diensten. Das sind 15 Einheiten. Aber die haben wir versteckt. Mein Herr. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Die haben wir nicht versteckt. Gepriesen sei Balhamon. Das heißt, wir verstecken den hier auch noch. Wir stellen dich hier hinten hin. In Bewegung, mein Herr. Und dann rekrutieren wir mit dir nochmal 3 von denen, ne? Teuren Diensten. Ja, es müsste ganz gut klappen, ne? Wo ist die besorgte Bevölkerung? Hier? Ja. Okay. Wer kriegt das? Unflätig. Unser Sufet. Oder Sufet, ne? Sufet. Das sind ja übrigens auch Bezeichnungen. Wir kennen die karthagischen Wörter nicht immer, ne? Aber gut. Auna hat noch ein Level bekommen. Ja. Nahrung stehlen, bitte. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit in der normalen Kampagne. Wenn wir die oder wir werden diese Helden nie so lange behalten, dass wir die so komplett durchskillen, ne? Das heißt also, die sterben relativ schnell. Deswegen nimmt man am besten immer einen Skill, den man auch noch im Laufe ihres Daseins abschließen kann. Wir haben die zeremoniellen Riten abgeschlossen. Und als nächstes brauchen wir auf jeden Fall hier die Logistik. Wir brauchen die Holosideros-Kaserne und das Periökenlager. Die brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön, Callahan. Genau, zuerst die Stammelbarbaren romanisieren. Alle Menschen müssen dienen. Ja. Du hörst mal gerade hier auf die Seite. Er hat sich nicht getraut, hier anzugreifen. Ich erwarte eure Befehle. Ich lebe um den mächtigen Karthago. Den mächtigen. Dann belagere du mal Syrakus. Niemand wird entkommen. Niemand will entkommen, heißt das doch, oder?
Habt ihr noch weitere Befehle? Ich spreche im Namen Karthagos auf. Mein Weg ist versperrt, mein Herr. Nein, dein Weg ist nicht versperrt. Wir können hier nicht passieren. Doch, du kannst da passieren. Ich werde für Karthago meilenweit reisen. Gepriesen sei Baal Hamon. Ich überlege gerade, wen greifen wir zuerst an? Die 10.000? Ich erwarte eure Befehle. Ich glaube, wir greifen zuerst ihn an. Tötet sie alle! Okay, dann kann es ja jetzt mal losgehen. Mächtiger General, ja. Wobei ich da den, ich fand da die Soundausgabe von Rome 1 halt noch viel cooler, ne? Mächtiger General. Geschwindigkeit. Vorwärts! Sperrträger! Baal Hamon hat uns gesegnet! Eure Befehle, mein Herr! Wo kommen seine Verstärkungen eigentlich her? Da hinten, aha. Süß. Stolze Söhne Karthagos! Wir erwarten eure Befehle! So, das ist der Mago. Zu euren Diensten! Schnell jetzt! Okay. Da ist der Gisco, das ist der Hannibal. Oh, Marakko, danke für die verschenkten Subs übrigens. Den Hannibal kannst du mal ein bisschen auf die Flanke nehmen. Wenn die anderen sterben, ist nicht so wild. Treue Söhne Karthago! Zu euren Diensten! Treue Söhne Karthago! Für Ruhm! Eure Befehle! Kyrie! Wir erwarten eure Befehle! Eure Befehle, mein Herr! Und Ehre! Wie lauten eure Befehle? Für Ehre! Kommt die Nähe bereit! Möge Baal Hamon uns Kraft geben! Für Ruhm! So, und einmal da rein. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Schöner Charge von hinten. Ja, ja, ja. Der Angriff! Witzig, die überleben das besser als der Himilkar. Oh, der kriegt aber ganz gut Feuer ab, der Typ. Aber wenn wir hier schon was an Fernkampf... Alter, der ist noch mit 40. Mann, guck mal, der ist noch voll da. Jetzt fällt er so langsam auseinander. Na komm.
Tada. Okay, jetzt sagen wir mal raus, Sander, bitte. Wenn die fallen, ist nicht so schlimm. Achso, ich vergesse, wir sind hier nicht bei Warhammer, ne? Ich muss sie anders vorschicken. Naja, in den Rücken ballern, das macht natürlich am meisten Freude. Hannibal, geht mal raus, bitte. Zu euren Diensten! Die Landmannsbefehle! Bereit! Vorwärts! Hopliten! Man stellt schon fest, die karthagische Kavallerie, die ist nicht so genial. Wir sind Zierfische. Den Spruch habe ich total vermisst. Hoppala. Befehle! Doppelte Geschwindigkeit zu euren Diensten! Formation bildet! Doppelte Geschwindigkeit! Lass die Phalanx mal walzen. Verstehen wir! Mein Herr! Sperre zu euren Diensten! Befehle! Geschosse zu euren Diensten! Die Sperrkämpfer erwarten eure Befehle! Geschosse! Doppelte Geschwindigkeit! Eure Befehle, mein Herr! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Vorwärts! Möge Baal-Hamun! Ob und Kraft geben! Schiene des Baal-Hamun! Für Ruhm! Warte, Befehle! Geschosse Befehle! Eure Befehle, mein Herr! Die Erfassung gilt den Himmel! Fällt mir jetzt nicht so. Dunkel
Autsch, das ist nicht gut. Mein Herr, Virtus! Schwertleger! Wir sind zielsicher! Hoplieden! Doppelte Geschwindigkeit! Eure Befehle! Schwertleger! Geschosse zu euren Diensten! Bereit, bereit! Reiter, doppelte Geschwindigkeit! Hoplieden! Ah, du hast eine Munition, hör auf. Warum laufen die laufen alle immer da so radikal rein, ne? Genau, bitte eine andere so. Jawohl. Balhamon hat uns gesegnet. Hier bitte, auf die Seite. Balhamon schützt uns zu euren Diensten. Schnell, erfahrt der Befehle. Wie ihr sagt. Angreifen. Oh shit. Du kämpfst gegen die falschen Einheiten, Junge. Alter. Geschosse zu euren Schwertträgern. Geschosse. Eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Wie lauten eure Befehle? Kompliten, bereit. Vorwärts. Balhamon hat uns gesegnet. Zerstört sie. Zu euren Diensten. Die Götter sind mit uns, mein Herr! Geschosse bereit! Das verstehen wir! Für das mächtige Karthago Befehle! Unsere Speere ja, sind okay. Die Wir erwartet eure Befehle! Speere zu euren Diensten! Damit bitte jetzt keinen Quatsch versuchen. Möge Valhavar der Befehle! Hoplieden, bereit! Bereit! Speere bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Die Götter sind mit uns! Mögen die Götter brennen! Hoplieden, bereit! Mein Herr! Für Ruhm! Balhamon hat uns gesegnet! Bereit! Wir machen das hier ganz klassisch nach dem Motto: die Generäle, sie sind viele Taugen, aber wenig. Balhamon hat uns gesegnet! Unsere Speere sind die euren! Lustig, wie der da rausläuft, ne? Die Götter sind mit uns! Bereit! Möge Balhamon uns Kraft geben! Bereit! Aber es geht, ne? Es geht ja. Schneidet sie in Stücke! Mal da raus, wie ihr sagt! Für Ehre! Holla, die anderen hat er noch in die Flucht geschlagen. Die Götter sind mit er ist einfach so durch bereit. Die Hopliten durchgelatscht. Wie lauten eure Befehle? Sperrträger! Ganz großes Tennis. Hopliten! Warum? Die Götter sind mit uns! Hopliten bereit! Sperrträger! Sauber. Geschosse zu euren Diensten! Balhamon hat uns gesehen! Wäre bereit! Hopliten! Ach, na also.
Das Spiel wird mich dafür hassen, dass ich so viele Generäle gehimmelt habe. Das macht aber nichts. Denn wir sind ja noch in einer Schutzphase, wo wir noch keinen Bürgerkrieg bekommen können. Das heißt also, wir werden den Bürgerkrieg erst... Ja, mach mal fortfahren. Wir werden erstmal noch gar keinen Bürgerkrieg bekommen können. Und wir können daher auch die anderen Generäle lustig verheizen und einfach so als Wegwerfkavallerie benutzen. Das gehört zum Risiko dazu, wenn man in Karthago mitmischen will. Auch wenn wir uns jetzt in dieser Schlacht nicht mit Ruhm bekleckert haben, man darf aber auch nicht vergessen, dass wir hier mit absolutem Trash kämpfen. Ne? Also von daher... Mögen sie mich hassen, solange sie mich nur fürchten. Caligulas Zitat, genau. Guck mal, die Söldnerhopliten schaffst du vielleicht noch. Aber man muss es wirklich sagen, ne? Die normale karthagische Kavallerie, die taugt echt nichts. Also... Es wäre besser, wenn wir selbst Gefechte führen, wenn wir vielleicht noch auf Kriegselefanten umsatteln. Also, satteln in Anführungszeichen. Guten Abend, Rell, ich grüße dich. Was für ein Blutbad. Was für ein Blutbad. Ich meine, er hatte viel bessere Einheiten als wir, ne? Er hatte bessere Kavallerie vor allen Dingen. Oh nein, Himmelka ist zurück. Oh nein, Gisco. Was, der andere hat das überlebt? Ah, ich wollte schon sagen, oh Gott, Mago, nein. RIP. nehmen wir Sklaven? Oder nehmen wir Geld? Ich glaube, wir nehmen Geld. Oh Gott, guck mal. Okay, von ihm hat noch weniger überlebt. Wir nehmen Geld. Oder nehmen wir die Sklaven? Die Sklaven sind halt cool, weil die unser Einkommen erhöhen. Aber das brauchen wir am Anfang noch nicht so. Oder wir können damit noch nicht, ich sag mal so, wir können damit jetzt noch nicht so viel anfangen. Denn wir brauchen diesen Sklavenmarkt vorher. Ansonsten macht sich das nur durch Unruhe bemerkbar. Marsch! Mein Herr! Oh, ich habe jetzt irgendeine Falsch... Ich habe einmal zu viel geklickt, egal. Magunidische Dynastie... Nein, Hannonidische Dynastie. Partei der Landbesitzer. Oder nehmen wir noch einen aus unserer Fraktion. Weiß ich gerade noch gar nicht so. Was haben wir hier? Mago, Hanno... Landbesitzer. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann nimm einen Landbesitzer. Zu euren Diensten. So, wir gucken mal kurz. Zu euren Diensten. Für Ruhm und Ehre. So, Hannibal, das machst du mal bitte automatisch. Und wir besetzen es. Ich erwarte eure Befehle. So. Syrakus erledigt. Bereit zum Kampf. Sehr schön. Hannibal, du bekommst folgenden Skill. Du bekommst Autorität und Gravitas pro Runde. Achso, weil du mein Sufern bist, genau. Oder so fehlt, ja. Mhm. Das ist in Ordnung. Übrigens, du wirst mal gerade eine Stufe aufsteigen. Das kostet mich Loyalität, das ist aber nicht schlimm. Wir haben den Epikydes. Den können wir adoptieren, oder? Ich glaube, nee, das gehört, das kostet Geld. Warte mal kurz. Benötigt 2 mehr Autorität und er hat 3. Okay. Macht nichts, kein Problem. Mein Herr, ich erwarte eure Befehle. Wir kämpfen für euch. Also, wen haben wir denn jetzt hier? Wer hat denn da jetzt momentan welche Dings da? Hasdrubal, Politiker in Karthago. Cool, ne? Guck mal, das ist eine richtig gute Fraktion. Die haben nur rote. Die haben nur rote Trades. Hasbaban ist ein Patriot und ein Frömmler.
Super. Okay, immerhin ist er ein Militarist. Das heißt, er wird uns momentan nur minus 51. Anführer stirbt im Kampf minus 30. Xenophob minus 10. Also ihr seht schon, ne, das ist so ein bisschen... Mit denen umzugehen, das ist nicht ganz so einfach. General in Syrakus. Kesta, ein Politiker. Und Hasdrubal, auch ein Politiker. Ja, okay. Und Epikydes, der gehört zu uns, ne? Den haben wir irgendwie eben aus Versehen rekrutiert. Okay. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Das ist er. Gepriesen sei Balhamon. Der Tadden, das ist der Typ hier, Partei der Landbesitzer, ne? So, dann haben wir den und den. Also wir müssen einmal den Hasdrubal und einmal den Kesta zu Generälen machen. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ja. Mein Herr. Zu euren Diensten. Den bitte. Mein Herr. Marsch! Gepriesen sei. Ich breche im Namen Karthagos auf. Ich spreche im Namen Karthagos auf. Sehr gut. Okay. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Wie ihr befehlt. Ja, du musst auf jeden Fall hier hoch. Gepriesen sei Baal Hamun. Schnell und lautlos wie ein Schatten. Oh, und du musst auf jeden Fall hier hoch. Gepriesen sei Baal Hamun. So, dann rekrutieren wir uns. Zwei von es denen. Ist eine große und glorreiche Sache. Die fasst du mir bitte zusammen. Wir haben 6 Plänkler momentan. Okay, dann nimm noch einen von den Hopliten mit, ne? Ja, jawohl. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Und den Hannibal. Den wirst du auch mal ganz kurz ersetzen. Und zwar durch den Hasdrubal. Eure Befehle. So ist es. Jetzt machen die... Warum macht der Günner das? Vielleicht nur ganz kurz eine Erklärung dazu, wie man mit diesem Bürgerkriegssimulator eben umgeht. Das erste ist, wir wollen nicht, dass die Gravitas bekommen. Ja, sonst fangen die nämlich an, irgendwelche Sachen zu machen. Wodurch bekommen die Gravitas, wenn das Staatsmänner sind? Oder wenn man sie levelt? Deswegen, egal welche Erfahrungsstufe die haben, ich werde denen keine Skills geben. Und, also das ist halt dieser dämliche Bürgerkriegssimulator, auf den ich keine Lust habe, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise, das gehört ja auch zu unserem Management dazu. Wir dürfen die nicht zu erfolgreich machen, könnte man vielleicht sagen, ne? Das Spiel wehrt sich ja dagegen, dass man die Leute auf irgendwelche Himmelfahrtskommandos schickt, indem es dann einfach radikal diese Zustimmungspunkte abzieht. Das sieht man halt auch hier, ne? Die sind alle aufrührerisch. Und wir werden auch diesen Bürgerkrieg versuchen zu provozieren. Das müssen wir ja früher oder später machen. Wir müssen versuchen, diese Fraktionen so nach und nach auszuschalten. Das ist leider etwas, worauf wir nicht verzichten können. Wir sehen das übrigens hier bei der Parteizugehörigkeit. Wir haben ja Fraktionen, die besitzen nichts bei uns, ne? Also das ist ja alles unsere eigene Dynastie, ne? Die einzige Partei, die was besitzt hier, das sind die Hannoniden. Alle anderen besitzen nichts, ja. Das heißt also, bei denen könnten wir versuchen, einen Aufstand eben auszulösen. Ja? Die würden wahrscheinlich vielleicht noch ein paar andere Regionen bekommen. Also das heißt, mit den Hannoniden können wir versuchen, uns gut zu stellen. Aber die müssten wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Ja, die Hannoniden sind noch halbwegs okay. Mag Griechen, kaufmännisch und Diplomaten, also. Das geht noch ein bisschen besser, ne? Das heißt, die hier, die Landbesitzer und die Magoniden, die bekommen nichts, ne?
denen wollen wir nichts geben. So sieht's erstmal aus. Okay. Genau, im Zaum halten müssen wir sie. Genau, Akzeptor. Dann sehe ich noch gerade, der Jan Barkas, ich kann den Namen leider gerade in diesem Twitch-Chat nicht so gut lesen. Der schreibt, sei gegrüßt, Günther Shadow, ich habe... Ah, okay, du hast was Leckeres bestellt. Um die Kehle zu lockern. Ah, und reifes Abo, um andere Körperteile zu lockern. Danke für deinen Sub übrigens. Ja, danke, danke. Sehr schön. Genau, wir sind übrigens jetzt hier bei ziemlich genau einer Stunde. Das heißt, ich werde noch ein bisschen was jetzt zu den historischen Hintergründen sagen. Ein bisschen bin ich ja schon drauf eingegangen. Und wisst ihr, was wir machen? Das ist ein bisschen... Wir machen das so, ich mache jetzt mal hier einen Cut an der Stelle mit diesem Video für YouTube, und YouTube-Zuschauer sehen im nächsten Part einfach ganz am Anfang direkt schon historische Hintergründe. Ich sage in diesem Sinne erstmal mal's gut und Pax vobiscum, Valete.